to escape the whole day. Always down there where the body wants to be. Brighter heart, a burning heart, a burning soul. Yeah. That's the sorrow taking my head. Yeah. That's the silence which makes me dead. And I'm always tired. I'm always tired. In my brain, where the feelings never go. All the liars, where the feelings won't grow. Always down. Because I have a dark glasses on.
Love is a
There is no one who care about.
just to love her sitting. I hold you never, never, never.
Yeah.
Ja, dann bei uns, nach der groben Session, crewed auf der berühmt-berüchtigten FS1-Couch. Hallo. Ihr, hi, super gespielt. Ihr macht tatsächlich Grunge. Akustik-Grunge. Grunge ist tot. Was sagt ihr dazu? Naja, tot. Die Zeit war einfach einmal. Dann schauen wir mal. Also es gibt immer noch Leute, was das interessiert. Oder was sie da sowas anhorchen. Und uns taugt es selber, also deswegen machen wir es auch. Und das nicht taugt, die horchen es eh nicht. Und es gibt halt doch nur ein paar Leute, was so ein Grunge. Das passt, ist meine Musik und das ist für uns auch gut. Wie hat es angefangen bei euch? Du hast einmal. Ja, angefangen hat das. Das ist schon jahrelang eigentlich in meinem Keller. Die Musik ist sowieso immer das, also Grunge hat mir eigentlich immer schon taugt. Und ja, man hört einfach nicht auf mit Musik machen. Entweder macht man Musik oder man lässt es bleiben. Und das war eigentlich immer so hin und her. Und wir waren nie komplett. Es hat immer wer gefehlt. Also wir sind zu zweit gewesen und zu dritt. Und Schlagzeug hat gefehlt. Und das war eigentlich immer, also seit heuer passt das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass es auch so bleibt dabei. Weil jetzt haben wir eigentlich so halbwegs gut zusammengespielt. CD haben wir vor im Jänner, Mitte Jänner, haben wir vor, dass wir CD aufnehmen. Ja,
wissen wir so nicht genau wie und was und ein paar neue Lieder dazu schreiben und ja, schauen wir, dass wir 10, 12 Lieder beieinander haben. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Habt ihr dann irgendwie vielleicht Ambitionen, das Ganze einmal plugged zu machen? Mit E-Gitarre und bösem Schlagzeug? Ja, überlegt haben wir schon mal, aber schauen wir mal, dass wir das einfach immer so machen, wie wir es machen. Und eben nur ein paar Lieder dazu und einfach, dass wir selber was Neues wieder haben und ja, das Ganze einfach mal ein bisschen, da kann man immer noch drüber reden, wie es ausschaut. Also die Option, die ist eigentlich noch offen. Man kann das irgendwann einmal machen, aber schauen wir. Okay, haben wir gespannt. Also es wird auf jeden Fall... Also, wenn es soweit ist, wird es ja jeder erfahren, der ja, Interesse hat. Dürfte jetzt auf jeden Fall nochmal kommen, würde ich sagen. Dann kommen wir wieder, ja, ist klar. Worum geht's? Ihr habt eigentlich hauptsächlich eigene Sachen gespielt heute. Eine Warner Nummer war dabei. Genau, ja. Worum geht's ungefähr in eure Texte? Ja, in die Texte geht's. Also, ist eigentlich eher mehr die depressive Richtung, kann man sagen, von den Texten her, aber im Allgemeinen ist das eigentlich eine Tagesverfassung, wenn es dir zum Beispiel schlecht geht oder was, dann fällt da was ein und eine Melodie dazu vielleicht, die was eigentlich, sagen wir so, ich bin so fröhlich, ich bin so glücklich, gibt es mehr wie das andere, sage ich mal, aber es ist, glaubst genau, genau, naja, nicht jetzt bei jedem, aber ich sage jetzt nur, es ist jetzt nicht so, dass ich die Texte zum Beispiel, dass ich immer so drauf bin, sondern es ist, das macht man, das, dann schreibt man das zum Beispiel und dann ist das ja so. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll jetzt, aber so wie die Verfassung ist zum Beispiel, schreibst du ein Lied und dann kommt halt sowas raus zum Beispiel. Also es könnte dann theoretisch schon irgendwann einmal, wenn es blöd hergeht, der Fall sein, dass ihr einmal, wie soll ich sagen, lustig, klingt jetzt ein bisschen falsch, eine positive Nummer schreibt. Ja, sicher. Ist auf jeden Fall auch. Sarkastisch. Aber es ist halt einfach die... Sarkasmus ist gut. Sehr gut. Nein, ich sage jetzt einfach die Akustik, die Melodie, das Melancholische ein bisschen und so, das ist einfach das, ja, das was man eigentlich... taugt oder berührt und es gibt ja viele Leute, denen was so geht oder die was das vielleicht verstehen, dann genau wenn sie die Musik hören, genau in dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen weiterhilft und so. So denkt man. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, frage mich nicht mehr wo und wie genau, da hat es auch geheißen, ja, Grunge, wann habt ihr angefangen? Ja genau, Pearl Jam, war ja vor kurzem in Wien. Dann ja, habe ich gesagt, ja, warum habt ihr auf einmal die Musik gemacht? Wie seid ihr auf das gekommen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir waren jung und wir waren wütend und wir wollten es der Welt endlich einmal sagen. Was glaubst du oder glaubt ihr, ist davon übrig geblieben? Sind wir immer noch wütend? Weil der Begriff Wutbürger ist naja, durchaus in aller Munde. Ist in einer anderen Form halt vielleicht. Denke mir, wütend sind viele Menschen sind wütend. Und jeder drückt es halt ein bisschen anders aus und ja. Wir halt mit Musik und die anderen halt, weiß ich nicht. Ja, Musik ist doch eine relativ universale Form, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, aber jeder hat nicht die Möglichkeit oder... Worauf sind wir denn wütend? Frage ich mich dann immer. Ich bin's auch, also ich würde nicht sagen, also ich bin durchaus auch. Ja. Was zieht uns denn an? Oder zieht uns jetzt was anderes an wie in den 90er Jahren? Hat sie jetzt ausgenommen, das tut mir leid. Also, ich weiß mir, ich habe vorher gesagt, also die politische Abteilung, die lassen wir weg, aber nachdem Grunge immer schon einen dezent politischen Einschlag gehabt hat. Ich weiß nicht viel zu sagen, aber es kommt auf die Richtung von den 90er Jahren wieder hin. Dass in jedem einfach alles anzipft. Es ist einfach, andere fahren über die drüber. Ah, du hast einige Verpflichtungen, du musst das einhalten, du kannst aber nicht aus. Man kann nicht aus. Darum verfasst man das in die Texte. Ja, mag der eine oder andere das so oder so sagen, es ist nicht alles fröhlich.
ja, man kann es auch mal sagen, was nicht passt. Also das ist schon, das ja, ist schon okay. Der eine sagt es, der andere nicht. Wo geht's für euch in nächster Zeit hin? Was ist geplant heuer noch? Ja, geplant ist mal ein paar Auftritte. Mal schauen, dass wir es einfach mal ein bisschen einleben in das Ganze. Und dann schauen wir, was wird. Also mir steht eigentlich alles offen irgendwo. Man kann Ziel ist natürlich immer mehr, mehr, mehr. Da brauche ich nicht lernen, ist so. Aber es muss auch Spaß machen, das Ganze, und das macht es dabei noch. Ich hoffe, dass es so bleibt. Dass nicht irgendwann einmal dann so ist, wo man sagt, nicht schon wieder. Also da weiß es so, wo man sagt, das ist gut. Und by the way, die Jungs kann man auch mieten, sprich engagieren. Den einen oder anderen vielleicht sogar einzeln, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie erwischt man euch am besten? Ja, entweder über Facebook halt. Privatnachricht schreiben. Bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, euch die Zeit genommen habt. Wir schwitzen uns zu Tode. Vielen Dank an mein Ersatzteam, die Sabina, der Andi und der Lauren, der nicht mehr da ist. Wir sehen Sie bei der nächsten Studio-Session. Alles Gute, pfiat euch. Danke fürs Zuschauen.